Es ist ein irrer Prozess um eine angebliche Teufelsaustreibung. Perhan R. aus Herten soll eine schwangere Muslima entführt und eingesperrt haben. Für die Freilassung der Schwangeren verlangte er 1680 Euro. Ja, laut Anklage soll der Angeklagte einer Frau, die schwanger war, gesagt haben, dass kein normales Kind in ihrem Bauch heranwachse, sondern der Teufel dort drin sei. Er hat dann behauptet, er habe sie davon geheilt und wollte dafür einen Betrag von 1700 Euro haben. Als sie ihm diesen Betrag nicht gezahlt hat oder sie ihm mehrere Stunden eingesperrt haben und so die Zahlung von ca. 1700 Euro erreicht haben. Vor dem Landgericht in Bochum wies der 47-jährige Familienvater aus Mazedonien jetzt jedoch jegliche Schuld von sich. Mein Mandant sagt, es hat sich hier nicht um eine Erpressung gehandelt, sondern um ein ganz normales Geldverleihgeschäft. Er habe hohe Zinsen bezahlen müssen und sei dann eben nicht in der Lage gewesen, den Restbetrag zurückzuzahlen. Und um jetzt Druck auf ihn aufzubauen, habe man fälschlicherweise gegen ihn die Anzeige erstattet, deren Inhalt es eben war, dass er Geld erpresst haben soll und dabei eben diese Teufelsaustreibungsversion genannt haben soll. Also wir gehen davon aus, dass die Geschichte von A bis Z erlogen ist. Die Staatsanwaltschaft sieht das anders. Sie nennt den Vorfall, der in diesem Haus im September 2014 vorgefallen sein soll, erpresserischen Menschenraub und schwere räuberische Erpressung. Doch der Angeklagte schwört, er sei nicht einmal Priester. Er hat uns heute erklärt, dass er nicht Moslem sei. Er sei Zigeuner, hat er gesagt, legte auch Wert auf diese Bezeichnung. Sagte, er habe auch mit dem Glauben in dieser Form nichts zu tun. Er würde beispielsweise auch Schweinefleisch essen und all diese Dinge. Also er hat sich nicht als Priester oder Ähnliches bezeichnet. Jetzt muss die Kammer der Klägerin auf den Zahn fühlen. Die inzwischen siebenfache Mutter kam frei, angeblich, weil ihr Lebensgefährte das Geld überwies.